Ja, das Haus, was nie fertig wird, ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist. Okay, das ist ein anderer als der hier. Welche Nummer bist du? Wir gucken mal. Das ist die 15. Also 15 und 13 brauchen wir. Dann nehmen wir hier die 15. Dann passt das auch. Dann können wir das nämlich hier mal zumachen. Die Decke sind dann nochmal andere Steine. Da finde ich die Decke finde ich sogar ganz cool eigentlich. Nicht nur eigentlich, sondern sogar richtig praktisch cool. Hier müsste man wahrscheinlich einen Karpner nehmen. Und ich weiß, ich hätte die Axt nehmen können, aber die hätte oben alles rausgehauen. Das wollte ich nicht. Jetzt müsst ihr mal gucken. Die oben sind dann wieder andere Steine. Das ist natürlich eine Schisselei. Das ist die Sucht seinesgleichen. Komm, dieser eine ist dann nicht so schlimm. Hier bräuchten wir auch Carpenters. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß es noch nicht so, wie ich die Treppe gestalten will. Man läuft hier einfach an verschiedensten Holzarten vorbei. Und das gefällt mir halt nicht. Das ist das Problem. Und auch hier, was ist das für ein Stein? Den können wir auch mal gleich machen. Das ist dann 10. Ja, wie gut, dass wir hier 10.000 verschiedene Steine genommen haben. Sieht natürlich schön aus, aber es ist sehr aufwendig. So, dann machen wir das doch. Bastelt gerade Screenshots zusammen. Danke, Jasninchen. Dankeschön. Wichtig ist, dass ich weiß, wie die Geräte heißen, weil auf dem Bild sehe ich die Bilder, aber es gibt ja, wenn ich hier 209 Seiten müsste ich durchgucken, da würde ich eine Klatsche kriegen. Also es wäre nett, wenn du den Namen dahin schreibst, wie die Geräte heißen. Auf dem Bild sehe ich ja dann, wie die zusammengeschlossen werden müssen, nur, wie gesagt, der Name wäre Gold wert, weil sonst suche ich mich dumm und dämlich und das wird den Rahmen dann, ja, ehrlich gesagt, wieder sprengen. Eigentlich müssten wir hier auch Stein machen. Wie gesagt, ich kann die Axt nicht nehmen. Die baut 3 Steine ab. Für alle, die jetzt denken, ah, warum nimmt ihr nicht die Axt? Verdammte Axt im Wald. Ja, Spider-Man, das brauchst du nicht schreiben. Der ist doch dafür schon gebannt. Das ist ja auch vor allen Dingen schon 10 Minuten alt. Warum schreibst du sowas? Wir müssen hier nicht aufhetzen. Wir wollen hier nicht gegen andere aufhetzen. Letztendlich ist er dafür gebannt. Der wird uns nicht mehr belästigen. Dennoch, wer war denn? Fabian oder was? War es Fabian? Irgendjemand hat doch vorhin geschrieben, er war bei Gronkh gesperrt. Mich würde mal interessieren, warum. Falls du es geschrieben hast, ich habe es nicht gelesen. Mich würde trotzdem mal interessieren, was der Grund war. So. Oh, da hätte ich beinahe... Ach, das sind die Karten, das hier. Da kann ich Folgendes machen. Wir haben den Hammer des Zimmermanns. Hier. Hier, den Rucksack brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Tun wir mal dahin. Ja, damit kann man übrigens die Form ändern. Nein. Komm mal her. Zum Glück. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. So geht das. Wie war denn das mit dem Hammer? Ah, so rum. Hier oben kann ja noch Holz sein, aber hier muss natürlich dieser Stein dann rein, sonst sieht das doof aus. Korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Na, hier haben wir noch die Holzvertäfelungen und hier fängt denn der Stein an. Oder soll hier oben auch schon Stein sein? Ich weiß es nicht. Ich könnte hier natürlich auch mit Facades arbeiten, dass ich hier Fassaden dran mache. Geht ja auch.
Ehrlich gesagt gefallen mir die Treppen sogar so. Ich würde die sogar, ehrlich gesagt, zu den Steinen tendieren. Die sind, ja. Nee, finde ich den wesentlich schöner anzuschauen. Man sieht ganz klar, dass das Treppen sind. Eure Meinung ist gefragt, könnt ihr gerne schreiben, ob ihr jetzt die neuen Stufen besser findet, so steinige, oder ob wir im Haus Holztreppen haben wollen. Ah, Stein in einem Haus ist vielleicht auch doof. Hey, cooler Stream, Abos da, danke, Ender Musik. Und herzlich willkommen natürlich. Endet Musik. Die Streams sind... Ah, okay, das ist für euch. Ich muss mal gucken, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Will dann natürlich gucken, dass ich da... So. Und eine Kleinigkeit trinken tue ich auch noch, wenn ich schon unterbreche. Dann unterbreche ich übrigens richtig. So, Entschuldigung dafür, kleine Unterbrechung, aber wie gesagt, ich habe noch nichts gefrühstückt, gar nichts. Hier oben müssen wir das auch noch reparieren, fällt mir gerade ein. Das habe ich übersehen, wie kann ich nur? Da müssen wir den nehmen und dann gucken wir mal gleich, was wir brauchen für den Weinkeller. Eigentlich ist er Dekokraft, die Weingeschichten, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher. Also das gefällt mir hier jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege noch, wie man es anders lösen kann. Destrock ist wieder da. Destrock ist wieder da. Willkommen zurück. Okay, also hier geht's runter. Oh, hier haben wir einen falschen Stein drin. Dieser Lümmel. Hier hinten ist egal. Das bauen wir eh zu. Und zwar würde ich da einfach mal einen ganz anderen Steinton nehmen. Oder wollen wir... Eigentlich müssten wir das in der Wand hier machen. Wir müssen das in der machen. Das bringt nichts. Das war der hier. Und der hier. Und der hier. Und der hier. Wunderbar. Das ist der Vorteil mit den ganzen Steinen. So, hier brauchen wir ein bisschen Platz für die Maschinen. Ich denke mal, so ist das okay. Und wir müssen natürlich schauen, dass man das von hier vorne nicht sieht. Das heißt, das wird die eigentliche Herausforderung. Wir müssen mal gucken. So grüne Dinger von den Bäumen. Auf die Stufen, da schreibt der... Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sonst bitte korrigieren. Ischaur. Ich hoffe, es ist richtig gesprochen. Richtig schwierig. Zumindest tue ich mich schwer damit. Danke für deinen Kommentar. Wir können das auch mal probieren mit Blättern. Ein paar haben wir ja. Ich wusste gar nicht, dass man da Blätter raufmachen kann. Danke für den Hinweis. Und herzlich willkommen. Und einen schönen guten Morgen hätte ich beinahe wieder gesagt. Aber es ist jetzt gleich 12 Uhr. Ich muss endlich damit aufhören. Würdest du gerne bei... Was? Frage. Würdest du gerne bei... Spider-Man, ich verstehe deine Frage nicht. Ich weiß nicht mal, was du jetzt so genau von mir willst. Stein. Auf jeden Fall bist du für Stein. Spider-Man, ich glaube, das würde er lieber nicht. Da er gesagt hat, dass er nicht so gerne... Nee, PvP würde ich überhaupt nicht machen. Das stimmt. Mondu, du hast gut aufgepasst. Danke dafür. PvP überhaupt nicht meine Welt. Wird nicht passieren. Licht machen wir hier noch, keine Sorge. Ich mache jetzt immer provisorisch Fackeln. Prinzipiell können wir hier oben Lampen ranmachen. Wir haben ja hier diese Dings gemacht, die können wir hier auch ranmachen. Wie gesagt, provisorisch können wir die Fackeln nehmen. Eine Steintreppe, okay. Wie lange geht der Stream? Fragte in der Musik, der gerade da neu zukommen ist. Jetzt noch maximal eine Stunde. Wir sind ja schon ein paar Stunden auf Sendung und dann würde ich ins Wochenende gehen.
Achso, ich kenne ihn nicht. Das scheint irgendein YouTuber zu sein. Und Spaß. Und schicke dir eine persönliche Nachricht damit. Ich will jetzt nicht wirklich das. Alles okay, mach das ruhig. Mach das auch. Alles okay, hier ist ein Nienchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Die sind irgendwie heller wie die oder täuscht das einfach. Nee, ich habe hier die falsche Wand genommen. Die dürfen wir nochmal rausreißen. Ich habe die falsche Wand genommen. Das ist, wenn man nicht das macht, was man sich die ganze Zeit vornimmt, einfach mal konzentriert zu bauen. Gut, dann müssen wir die nochmal umschüsseln. Das ist aber auch kein Problem. Das war jetzt ja nicht so dramatisch. Dann ist das die 13, glaube ich. Nee, die 15 war das. Die 15. Jawohl, das sieht gut aus. So, dann machen wir das so rum. Sehr schön. Da oben. Und zack, 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 zack. Zack. Ja, sehr schön. Jetzt sieht das aus. Hier kann unser Weinregal hin. Nein, kann ich nicht, Nico. So, Zeron, ich muss jetzt los. Kurz weg. Streamst du heute nochmal? Nein. Mondu leider nicht. Wie viele Abos sind dein Ziel? Ich habe kein Ziel in der Musik. Die Abos sind mir eigentlich völlig wurscht. Ich mache das hier, weil es mir Spaß macht. Ich bin auch kein Berufs-Let's Player. Ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Ich habe da kein Ziel. Also ich streame, wie gesagt, noch maximal eine Stunde. Maximal eine Stunde. Vielleicht hören wir auch schon eine halbe Stunde auf. Würdest du 1000 Euro von einem Zuschauer annehmen? Matti, was ist das für eine Frage? Also, ich nicht, schreibt Spider-Man. Was soll ich dazu sagen? Also, wenn jemand das bei PayPal spendet, dann kann ich das nicht verweigern, logischerweise. Ich wüsste nicht, wie zumindest. Aber wenn jemand mir das hier anbieten würde, würde ich halt auch schon an die Vernunft appellieren, weil das schon ein bisschen sehr krass ist. Also, nein. Über normalen Wege nicht. Und wenn es über Umwege kommt, dann, ja, wüsste ich nicht, was ich mit dem Geld machen soll. 1000 Euro ist schon eine Menge, also das ist, boah. Überleg mal, 1000 Euro, die musst du mal in der Tasche erstmal haben. Ist auch unrealistisch, wird eh niemals passieren. Und soll auch gar nicht passieren. Also wie gesagt, das ist schon wirklich krass. Also das ist schon krank, muss man sagen. Wenn man das machen würde. Was wollte ich jetzt machen? Warum bin ich hierher gekommen? Ach, ich hätte unten nach Dekokraft gemusst, wegen Weinregal, ne? Ich kann ja mal gucken. Was gibt's denn da vom Wein? Ja, da gibt's nur Dekokraft als Weinregale. Ja, geht nur über Dekokraft. Gut. Habe ich richtig in Erinnerung gehabt. 12 Uhr, das stimmt. So, wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich mache mal 10 und vielleicht 3 leere und ein paar Flaschen, die wir da hinstellen. Ich würde nicht zu viel machen. Wahrscheinlich ist das schon zu viel. Ja, es ist 12 Uhr, das stimmt. Hat natürlich jetzt viel Farbstoff gekostet, das ist der Nachteil. Wo sind die 10 hin? Ich habe hier die 3, ich habe hier die Flaschen. Hier sind die 10. Oh, okay, das ist schon so ein fettes... fettes Ding. Wir müssten mal gucken. Würde, wie gesagt, nicht zu viel machen wollen. Ich glaube, hier ist es schon zu beengt. Wenn ich das so mache, das ist zu eng. Ich hätte nur einen Gang Platz, wenn ich das so machen würde. Das will ich auch nicht. Also ich glaube, die 3 müssen reichen für ein Weinregal. Vielleicht können wir hier noch so ein leeres hinstellen oder so, wo die Flaschen daneben kommen. Ich weiß es nicht.
dass das hier so ganz edle Sorten sind, die hier gesondert gestellt sind, ich weiß es nicht. So, mehr brauchen wir auch nicht. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Wäre cool, wenn man da ein, zwei Flaschen nur reinlegen könnte, aber mehr würde ich nicht machen wollen. Ich meine, wer hat schon so einen riesen Weinkeller? Den Rest können wir wieder zurückwandeln. Gibt's Holzfässer? Ja, das können wir mal gucken. Mit sowas könnten wir vielleicht sogar noch arbeiten, aber von Dekokraft würde ich sagen, haben wir zumindest, was das angeht, genug. Wir können es zurückgeben, kriegen alle Materialien wieder. Oder zumindest einen Großteil davon. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube, es sind sogar alle. Wir können ja mal gucken, was für Fässer es gibt. Auf jeden Fall eine Menge Fassaden, wenn man Fass schreibt. Aber bis jetzt auch nur Fassaden. Oh, es gibt hier so Fässer von Dekokraft noch. Ah, das ist alles Dekokraft. Okay. Das können wir alles in Dekokraft machen. Was hast du denn, Spider-Man? Warum schreibst du Xeron, Xeron? Was ist denn? So, werde mich jetzt verabschieden. Schönes Wochenende. Beziehungsweise Ferien. Euch allen. Da schreibt Matti. Ja, danke, dass du da warst und auch so mitwirkst. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Im Weinkeller ist ja auch Ziegelstein. Naja, gut. Das kommt jetzt drauf an, was für einen Keller du hast. Es gibt auch welche, die haben glatten Stein. Macht die in die Wand. Oh, das ist eine gute Idee. Das könnte man auch machen. Das stimmt. Ja, das mit der in die Wand, das schauen wir uns gleich nochmal an. Und wie gesagt, ich will da jetzt nicht so einen übermüllten Keller haben. Aber das mit in der Wand klingt sogar noch ganz cool. Wir gucken mal. Okay, also hier, das kann nur gerade stehen. Vorne und hinten gibt's nicht. Ja, das mit in der Wand rein finde ich gar nicht so schlecht. Wir müssen mal gucken. Aber das heißt natürlich dahinter, man kann da ja durchgucken. Nee, kann man nicht. Okay, dann ist alles gut. Dann brauchen wir die Wand dahinter nicht machen. Also das in der Wand fand ich jetzt eigentlich auch eine coole Sache. Das gleiche können wir hier nochmal machen. Macht nichts. Das ist okay. Finde ich ganz cool sogar. Finde ich cool. So hat das was. So ist das doch okay. Bernd, natürlich, wenn du arbeiten gehst, kriegst du 1000 Euro. Aber das ist ja brutto, nicht netto. 1000 Euro netto. Und wenn du 1000 Euro bekommst, ist das ja netto. Rein rechnerisch gesehen. Und Bernd hat gerade gefragt, ob ich arbeiten gehe, weil 1000 Euro bekommt er schon von seiner Arbeit locker. Ja, das ist brutto. Wie gesagt, das ist brutto. Ne, da muss man mal aufpassen. Du musst gucken, was kriegst du netto. Das wird natürlich auch über 1000 Euro sein. Trotzdem hast du Miete, Strom, Ausgaben, Auto, keine Ahnung was alles. Und da bleiben dir niemals 1000 Euro über, es sei denn, du hast irgendeinen Beruf, der gut bezahlt ist. Wie gesagt, lieber Spider-Man, ich spiele mit niemand anders. Der Deathrock wird von einer Kürbisspinne angegriffen. Oh, verteidige dich, zück das Schwert. Wir wollen ja, glaube ich, zumindest einen alten Keller. Also ich finde diesen Keller schön, wenn ich ehrlich bin. Also ich will jetzt nicht unbedingt Ziegel haben. Es muss ja zum gesamten Haus auch passen. Das ist ja ein offener Raum hier und hier geht es ja weiter. Und darum würde ich das so haben wollen. Hier kommt eine Glasfassade hin, also eine komplette Glasfassade dann. Ich glaube, so wie das ist, ist das eigentlich ganz gut. Also ich finde das so gut. Ich will das ehrlich gesagt auch so lassen. Was geht ab, Frappieren? Herzlich willkommen. So, Leute, geht's.
frischen Luft, schönen Tag euch noch. Ja, Mondu, dann schönes Wochenende. Nein, Spider-Man. Spider-Man schreibt, wir müssen heute noch 668 Abos schaffen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind, aber nein, setzt euch nicht unter Druck. Das ist alles okay. Wenn Leute kommen, kommen sie. Wenn Leute nicht kommen, kommen sie nicht. Da ganz entspannt sein. Dort, wo noch ein Block Platz ist. Warte mal. Und oben kannst du eine Flasche hinstellen. Ach so, du meinst oben drauf? Braucht die nur einen Block? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, es geht. Okay, das ist super, aber das bedeutet natürlich auch... Nee, hier mache ich das nicht. Hier wäre das doof. Wir machen das anders. Diese Flaschen, das... danke für den Tipp im Übrigen. Echt super, lieber Deathstroke. Auch dafür, also ihr habt ja echt kreative Ideen hier, das ist ja unglaublich. Ich hänge. So, die Erde weg, weil dann müssen wir das Gestein da hinten natürlich hinmachen, das ist klar. So, sonst sieht das ja nicht aus. So, jetzt bin ich gegens Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Gnurz, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, wir können das hier mit den Flaschen, finde ich, gar nicht so schlecht. Wir können die hier wirklich raufstellen. Wieso? Ich würde da keine Kerzen nehmen oder so. Das ist schon absolut okay so. Und das kann auch ein bisschen uneben sein. Es muss nicht alles immer mega symmetrisch sein. Das sieht dann halt auch künstlich aus. Eine Kerze da oben würde ich jetzt nicht so cool finden. Oh, die Decke müssen wir natürlich auch machen. Habe gerade abonniert, schreit Markus. Dankeschön und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, und können... Nein, wir spielen jetzt nicht Spider-Man. Wir wollen hier... Wir wollen ja auch was schaffen. Das Haus war jetzt auch ein Wunsch von euch. Das ist falsch. Da haben wir das wieder von vielen Labern. Nee, also ich muss hier, wie gesagt, auch ein bisschen was schaffen mit dem Haus. Da gammel ich jetzt so lange drin rum und drücke mich so lange davor. Wir müssen heute im Haus ein bisschen was schaffen. Der Stream geht heute jetzt auch nicht mehr ganz so lang, dass wir wahrscheinlich in dem Montagstream noch ein bisschen im Haus machen müssen. So. Hey, my friends, schreibt Elias. Ja. Hi, please only speak German in this channel. Meine auf der hinteren Wand. Surprise, cooler Stream, hast ein Abo. Danke, Fresh Brot. Ich habe Brot gesagt, Entschuldigung, ich bin sehr müde. Fresh Hoot, natürlich. Ich hoffe, es ist richtig gesprochen. Cooler Stream und hast ein Abo von mir. Ich würde gerne deinen Stream noch weiter gucken. Aber ich streame jetzt auch. Na gut, dann dir viel Spaß und viel Erfolg. Ja, die hintere Wand habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die Spinne hat 50 HP. Dann lauf. Das schaffst du nicht. Lieber Deathstroke, dann lauf. Also ich glaube, das ist so okay. Hier müssen wir eine Tür oder so reinmachen, weil hier der Wartungsraum ist. Das Regal, ganz ehrlich. Ja, ist okay. Das kann man so lassen. Aber das geht. Wenn ich jetzt mal runtergehe, wir schauen es mal an. Also es sieht schon mal besser aus, weil es alles einheitlicher ist. Hier drin die Steintreppe, ich weiß doch nicht so recht. Hier ist überall Holz und dann da Stein. Hier unten eine Steintreppe geht, aber da oben, hm. Also ich finde den Stein auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn ich mir das angucke so. Wenn ich hier hochgehe, ist alles okay. Aber wenn ich hier runterkomme, ist hier ein anderer Stein? Hier ist ein anderer Stein, oder? Ist das nur Licht? Nur Licht, okay.
Die Ecke müsste ich wegmachen. Die geht halt gar nicht. Beziehungsweise diesen Stein hier müsste ich wegmachen. Der geht halt gar nicht. Also ich finde halt, dass es so ein bisschen abgekantet wirkt hier. Ich kann mir nicht helfen. Ich kann mir nicht so helfen. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Der Oettinger. Was? Oetti-Gamer, Entschuldigung. Ist da. Hi, schön, dass du da bist. Also gut, dann nicht die Beleuchtung, keine Kerzen. Die Fackeln sind hässlich. Ja, ich würde indirektes Licht wieder machen. Lieber Kaktus. Und Gnut schreibt, yeah, war der 860. Abonnent. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und danke für das Abonnement und herzlich willkommen. Grüß mich mal, schreibt Ötti Gamer. Ja, du bist recht herzlich gegrüßt. Das auf jeden Fall. Ach so. Und der liebe Elia spricht auch Deutsch, schreibt, da war nur so. Cooler Livestream. Der Stein ist okay, schreibt der Legev. Ich hoffe, es ist richtig gesprochen. Der Legev. Herzlich willkommen. Und danke für die Unterstützung mit dem Kommentar. Ja, der Stein ist gut. Und mit denen, ich bin mir nicht so sicher, liebe Leute. Ich weiß nicht. Das sieht so ein bisschen dahingeklatscht aus, weil da so ein Bruch ist. Also das hier oben lassen wir erstmal noch. Das obere gehen wir wahrscheinlich am Montag an. Ich versuche den Keller jetzt noch in den letzten halben Stunde, dreiviertel Stunde so gut wie möglich hinzubekommen. Alles werden wir nicht schaffen und dann gucken wir mal. Okay, Desktrock kämpft immer noch mit der Spinne. Ich drücke die Daumen. Ja, das ist unsere Burger-Vorbereitungsmaschine. Wie gesagt, die müsste ich mal optimieren noch. Hier kommt eine Tür rein. Ich lasse das erstmal auf. Ich würde sagen, der Weinkeller ist so fertig. Beleuchtung noch oben. Wir holen mal die Karpfen das. Das machen wir auch gleich. Dann machen wir es gleich richtig. Machen wir uns solche Lampen dahin. Die sind eigentlich ganz cool. Und wir haben ja hier Karpfen das über Karpfen das. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir brauchen Glowstone haben wir zufälligerweise auch ohne Ende. Und Kreide war das. Kreide haben wir zufälligerweise auch ohne Ende. Was für ein Glück. Und wir sollten nochmal ganz kurz des Stromes wegen Yellowrid einmal mitnehmen, dass wir das nachtanken können zur Not.